Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Sri Lanka und fliegen heute nach London mit Sri Lankan Airlines in der A330. Ja, in einer 1-2-1-Konfiguration, ne? Genau, also das Flagship unter den Flugzeugen hier bei Sri Lankan. Ich bin gespannt. Jetzt gehen wir erstmal, da geht es zum Transit in die Lounge und dann auf den 12-Stunden-Trip in Richtung London. Tee machen die hier so, aber kein Kaffee. Ich habe gedacht, vielleicht haben die ja. Die muss ja irgendwo sein, die Serendip-Lounge. Wo ist die Lounge? Wo ist die Lounge? Tja, ja. Ist die auch nicht aufgemacht? Der Lounge-Spürhund war jetzt nicht so erfolgreich heute. Nee, ich habe dir auch nicht die Lounge hier gesucht. Gut, da ist die Serendip-Lounge. Ja, oh. Gehen wir schön rein. Schön, schick. Ui. Hey, hallo. Hallo. Es hat schon irgendwie Stil, diese Lounge mit dem Sri Lankan-Logo da hinten, ist schon cool. Und dann diese Eingangstür. Geil. Ah, Fensterplätze sind immer cool. Immer besser, kann man rausgucken. Oh, ja. Eine Baustelle. Ah ja. Was haben wir denn? Oh, das ist ein Linsenlieder, das sehe ich doch sofort. Sieht eigentlich ganz interessant aus hier. Das sieht aber echt gut aus. Mit riesen Knoblauchzehen dazwischen. Das sieht lecker aus. Also, jeder, der es mag, aber das ist halt indisch, Sri Lankan Essen. Könnte lecker sein. Mhm. Salzig. Scharf, das Gelbe. Oh Gott. Mhm. Ach ja. Liquid out. Da steht sie, das ist ja lustige. Also Sicherheitskontrolle ist bei Sri Lankan direkt am Gate, wie bei Singapur. Hey, how are you? Thank you. Ah, it's, I like this. Cool. Thank you. Das ist also die Sri Lankan A330-300 Business Class. Eine 1-2-1-Konfiguration und es gibt 7 Reihen. Das heißt 7-7-7-7. Das heißt 28 Sitzplätze gibt es. Ja, und wir haben uns für die Fensterplätze entschieden. Ich hier, weil ich gerne rausgucken möchte. Da ist ein Blick nach draußen. Klar, wer gerne in der Mitte sitzen möchte, der kann das gerne tun, da kann man sich unterhalten, kann aber nicht rausgucken. Dominik muss noch ein bisschen den Nachbarn helfen. Aber er hat noch ein anderes Problem. Ja, ich danke der Lufthansa für das Desinfektionstuch, denn mein Sitz klebt nach irgendwas und ich möchte nicht wissen, nach was. Ja. So. Jetzt wisst ihr warum, ne? Sehr widerlich. Ja, angekommener Platz. Dominik hat ein bisschen Pech mit seinem Platz. Wie ihr so oft, wenn ihr unseren Kanal kennt, hat meistens immer Dominik Platz. Pech. Meiner klebt nicht, klar. Okay, die Sitze sind schon etwas abgenutzt. Man merkt auch, dass das Flugzeug schon relativ alt ist und die Sitze ebenfalls alt. Aber dafür hat man eine 1-2-1-Konfiguration und erstmal habe ich nichts zu meckern. Netter Empfang, freundliche Damen und freundlicher Purser.
Und es gibt diverse Möglichkeiten als Welcome Drink. Einmal Kokosnuss. Kokosnuss-Drink ist ja sehr bekannt hier bei Sri Lankan. Wird ja sogar beworben hier auf der Rückseite. Ein King Coconut with Coconut Palm. Da habe ich auch schon die Menükarte hier bekommen. Auf den 11-Stunden-Flug in Richtung London gibt es also 2 Appetizer, mindestens 4 Hauptspeisen, Käse gibt es und auf der rechten Seite gibt es noch mehr. Das ist dann wahrscheinlich kurz vor Landung, gibt es dann nochmal eine Möglichkeit, also ein Salat mit entweder Hühnchen oder Lamm und einen, also gehacktes Lamm als Kuchen und Pie. Das ist so typisch Englisch. Das ist also quasi die Menükarte. Blende ich euch gerne mal ein. Champagner gibt es wie in der Lounge auch hier überall. Also wahrscheinlich haben sie eine Großbestellung gemacht. Piper Heizig. Was gibt es am Sitzplatz? Also das Übliche könnt ihr euch ja vorstellen, aber es hat noch kein ML-Ticket gefunden. Das wird es aber wahrscheinlich auch gar nicht geben, weil es liegen hier wie auch bei dem Kurzstreckenflug. Wir sind ja von Bangkok schon geflogen, A321neo, jetzt nach Colombo. Solche Socken und die Schlafmasken aus. Das heißt eigentlich, dass es keine ML-Ticket gibt, aber das habe ich schon mal gesagt. Ist ja bei Emirates auch so, dass die Dinge ausgelegt werden und es trotzdem eine ML-Ticket gibt. Also kann sich noch ergeben, muss aber nicht. Also wie gesagt, A330-300, das ist deren Strecke Colombo nach London, ist quasi ihre Prestige-Strecke. Da setzen sie auch immer das neueste Flugzeug ein, ja. Also ich meine, sie haben auch noch schlechtere Flugzeuge, so ist es nicht. Also Konfiguration mit 222 und richtig, richtig alten Sitzen. Das sind, wie gesagt, die besseren Sitze. Und man hat am Sitzplatz also einen Monitor direkt vor einem mit einem berührungsempfindlichen Touchscreen. Und dann habe ich aber hier aber auch noch einen Controller. Jetzt geht es langsam an. Damit kann ich also entsprechend alles vorher schon auswählen. Das war aber im Laufe des Fluges, werde ich euch das erklären. Hier habe ich eine Leselampe, einen Ausmachen, USB-Chargers hier. Dann habe ich noch mal eine Universalsteckdose. Damit steuere ich den Sitz 3 Schnellzugriffe. Und ich kann dann auch separat einzeln einstellen. Das kriege ich ein bisschen mit der Rückenlehne nach hinten. Ja. Und hier hat man wenigstens nicht das Problem, dass einer vor uns sitzen könnte und gleich nach hinten geht. Und ich habe keinen Platz mehr. So war es mit der A321neo eben. Das war ganz schlimm. Ich habe keinen Platz mehr gehabt. Ich konnte nichts mehr machen. Also schaut euch das mal im Video an, was da alles so passiert ist. Ja, ich habe hier links von mir eine Armlehne, die kann ich hochfahren und habe damit also quasi so ein bisschen entspannte Sitzen. Ach, eine war wieder vergessen, das große Kissen. Das ist immer bei Sri Lankan dabei. Das ist also in deren Logo bzw. deren Design sehr bequem. Und eine verpackte Decke, die ich aktuell nicht brauche, vielleicht später. Flasche Wasser ist ebenfalls mit dabei, am Start. Ach ja. Das Video zeigt so ein bisschen die Sri Lankan Hospitality, also das haben wir ja wohl sehr stolz darauf sein. Bis jetzt war es auch wirklich so. Also es war immer ein sehr, sehr freundliches Personal an Bord und ich habe mich jetzt bis jetzt nicht unwohl gefühlt. Once we do get airborne, planned flight time to London is 11 hours today. We plan to climb to a cruise altitude initially of 34,000 feet. Just along our journey up to a final level of 40,000 feet. Nach London. As for the weather and route out of Colombo, cloudy skies as we make our initial climb. Route westbound will be across the Arabian Sea. Thank you. Eigner ML-Ticket-Kits, also doch wieder erwartend gibt es etwas an Kits hier.
Was ich gut finde, muss ich sagen, das war beim vorherigen Zubringerflug schon so, ihr müsst mal das letzte Mittwochsvideo schauen. Und zwar werden zuerst die höchsten Statusgäste bei Oneworld gefragt, was sie essen möchten. Das finde ich eigentlich eine super Sache, weil so einen Status, den kriegt man nun mal nicht geschenkt. Und als Vielflieger finde ich es jetzt zum Beispiel ganz toll, dass ich zuerst gefragt wurde mit Stefan, was wir denn essen wollen. Und das ist dann auch definitiv noch da. Also wird konsequent durchgezogen, jetzt auch auf der Langstrecke. So mag ich das. Da sind schon die Nüsse. Also es gibt einen Welcome Drink, also beim Boarden, habt ihr ja gesehen. Man möchte auch verschiedene Drinks. Und nach dem Start direkt geht's los mit den Nüssen. Warme Cashew-Nüsse gibt es. Oder ein Drink nach Wahl. Klar, ihr kennt uns. Die erste Wahl ist bei uns immer der Champagner am Anfang. Weil die Weinsorten, also Weiß- und Rotwein, wurden nicht aufgelistet. Auf der Menükarte steht einfach nur Weißwein und Rotwein. Na gut, aber dafür weiß ich, was es für ein Champagner ist. Bei Beizig. So, cheers. Das ist übrigens der Monitor. Der ist wie bei vielen Reverse Herringbone Sitzanordnungen ausklappbar. Mit einem Knopfdruck kommt er dann raus. Und das Entertainment-System ist halt per Berührungsempfindlichkeit zu bedienen. Oder ich nutze, wie gesagt, diesen Controller. Aber dadurch, dass ich relativ schnell hier an den Monitor rankomme, brauche ich ja nicht viel an diesem Controller arbeiten. Ich habe Musik, Spiele, ich habe Movies, also Filme. Was das Wichtigste ist im Entertainment-System. Bücher lesen, König TV brauche ich auch nicht, aber es gibt eine Auswahl an Filmen. Ball-Movies sind diese hier, die kann ich entsprechend auswählen. Die Empfindlichkeit, also irgendwie hat mein Monitor irgendeine Macke. Also ich habe schon gerade nichts gemacht und er hat immer irgendwas automatisch ausgewählt. Also irgendwie erscheint da der Touchscreen nicht ganz in Ordnung zu sein. Ja, aber es gibt dann doch einige Filme, nicht nur einige, sondern viele Filme mit deutscher Tonspur. Ja, Dune könnte ich auch auf Deutsch anschauen, also es gibt eine Menge zur Auswahl. Ja, das ist jetzt quasi das Entertainment-System im Ganzen. Dazu gibt es Kopfhörer, die sind relativ günstig. Das ist also eher Over-Ear, aber doch nicht ganz so geräuschunterdrückend. Mehr gibt es erstmal dazu nicht zu sagen zum Entertainment-System. Ich habe auch hier was zu gucken. Es ist ja ein reiner Tagflug, das heißt, wir haben es hier 11 Stunden. Wir kommen 20 Uhr an in London. Sind natürlich entsprechend müde, aber haben 12 Stunden oder 11 Stunden Zeit, hier wirklich was zu machen. An den Filmen zu gucken, essen, rumlaufen, wahrscheinlich nicht, aber ja, schlafen. Und ja, mal gucken, was wir alles machen können. Und eine Sache noch: Der Tisch, der ist rechts unter der kleinen Ablage versteckt. Den fahre ich so raus. Kann ihn ausklappen und dann kann ich ihn entsprechend auch ein bisschen bewegen. Aber ich kann ihn jetzt zum Beispiel nicht zu mir ranschieben. Also er ist fest so verbaut, wie er ist. Ich kann ihn aber ein bisschen so verschieben, damit ich meinen Sitzplatz verlassen kann. Das war's. Ich müsste dann meinen Sitzplatz entsprechend aufrecht hinfahren, der aber eigentlich schon so ist. Also ich muss jetzt so essen, wie ich jetzt gerade bin. Ja, es gibt zwei Weißweine, ein Sauvignon Blanc sehe ich und zwei Rotweine, Cabernet Sauvignon und Franklin River. So, keine Ahnung, wahrscheinlich australisch. Aber bevor ihr euch wundert, also aktuell auf Flügen in Richtung England ist tatsächlich keine Maskenpflicht. Also ihr müsst hier auf der Strecke keine Maske tragen, sofern ihr es wollt. Und dadurch, dass hier die meisten keine tragen und ich mich im Flugzeug ziemlich sicher fühle, ist es für uns auch kein Problem. Ich sage aber nur, wer sich schützen möchte und muss, der sollte dann eine FFP2-Maske tragen. Alles andere sollte oder kann mittlerweile aufgehoben werden, meiner Meinung nach. Oh, thank you so much. Es wird also bei Sri Lankan alles auf einem Tablett serviert, zusammen mit dem Keksen. Oh, KitKat. Oh, Garlic Altenberg ist gut, ja? Yeah? Das ist nice. Thank you.
Oh, that's enough for me. Thank you. Garlic bread. Also, das ist jetzt also meine Hauptspeise zusammen mit der Vorspeise, die ich aber nicht bestellt habe, sondern ich wollte ja eigentlich nicht das Seafood haben. Ah, egal. Aber wenigstens ist die Hauptspeise richtig. Ach, so, jetzt kann ich auch langsam mal essen. Also ich habe ja, wie gesagt, das Beef gewählt. Dominik hat Hühnchen gewählt. Oder hätte auch wählen können, die Pasta, Tortellini, Käse. Tortellini wäre eher genauer sein Ding gewesen. Aber das essen wir jetzt ja demnächst wahrscheinlich hier zu Hause. Von daher eher was Traditionelles, was es in Sri Lanka gibt. Oder auch nicht. So, ich habe, wie gesagt, die Vorspeise ist eher fischlastig. Da habe ich übrigens gar nicht so Lust drauf. Und ich habe hier relativ viele Pilze dazu. Gegrilltes Gemüse. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut durchgegrillt und ist gut. Also das Fleisch ist nicht trocken und auch nicht hart und zäh. Schön weich. Als wenn es ein bisschen angekocht wäre. Also der Trick wahrscheinlich. Aber ansonsten, Soße schmeckt auch gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Essensmäßig gut. So, jetzt habe ich doch noch meinen vegetarischen Salat, bzw. die Vorspeise bekommen. Hat sie vergessen. Aber gut, das passiert. Jetzt habe ich also hier ein bisschen Hummus und ein bisschen Gemüse und Kartoffeln. Esse ich die Vorspeise halt nach der Hauptspeise. Ja, also im Großen und Ganzen ist es okay. Wenn man aber verschiedene Airlines schon in der Vergangenheit hatte, dann weiß man, wie gut andere Airlines sein können. Das ist jetzt eher so Mittelmaß. Aber ich will mich nicht beschweren. Also, übrigens haben wir den Flug ja nicht mit Geld bezahlt, was für ein Wunder, sondern man kann, Sri Lanka gehört jetzt zu Oneworld dazu. Also kann man jetzt entweder über das eigene Flugprogramm von Sri Lanka buchen oder über British Airways, der Executive Club, was war relativ teuer, mit Steuern gebührt, oder halt über Asia Miles von Cathay Pacific. Kann man entsprechend von Bangkok über Colombo nach London für 70.000 Meilen, also Asia-Miles, Meilen buchen, plus ungefähr 300 Euro Steuergebühren, was aber auch nicht wenig ist. Aber dafür hat man ein One-Way in Business Class. Und zum Dessert gibt es also einen Mandelkuchen mit Vanillesoße. Oder? Ein Oldschool KitKat. Ich habe das noch nie gesehen, dass das KitKat in Alufolie eingepackt ist. Zwischenzeitlich sind wir jetzt ja schon 6-5 Stunden unterwegs. Bin schon ein paar Mal eingenickt, habe schon einen Film weiter zu Ende geguckt, einen neuen Film angefangen, dabei ein paar Mal eingeschlafen. Also es ist okay. Übrigens habe ich den Test gemacht. Wir haben ein Dezibel, eine Lautstärke von 70 Dezibel, finde ich in Ordnung für eine A330-300, die ja oft relativ laut ist und wir ja nicht so gut gedämmt sind. Also 70 Dezibel finde ich in Ordnung, aber es geht halt auch leiser. Man merkt also schon, es ist irgendwie laut, aber nicht so laut wie in manchen anderen Flugzeugen, je nachdem, wo man sitzt. Also wir hatten jetzt mal die laute 777 von Austrian, das saß ja aber ziemlich nah an den Triebwerken, hatten wir an die 80. Oh, das war richtig, richtig laut. Ja, gut, jetzt habe ich mir schon mal ein bisschen bequem gemacht, aber eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Ich habe ja letztendlich hier einen Reverse Herringbone Sitz. Eine schräge Sitzanordnung, also Fenster hin. Jetzt bekomme ich schon mein Essen. Und doch nicht, ich habe nämlich noch Snacks bestellt. Und ich habe ja hier drei Schnellzugriffe. Ich bin jetzt nämlich schon in der Lounge-Position, das ist ja quasi so eine Dings. Position, wo man aber locker in den Monitor gucken kann. Ist auch angenehm, finde ich, aber mit der Armlehne passt es nicht so ganz. Da kommst du ja gar nicht ran. Also die kommen eigentlich gar nicht. Das ist wirklich sinnlos, diese Armlehne. Dann drücke ich mal auf die Liegeposition. Und... Ah, okay, geht los. Ja, okay, perfekt. Thank you so much. Da ist manchmal ein Snack, also es ist so ein kleines Sandwich. Das ist also jetzt die Liegefläche. Die ist also schräg angeordnet. Und dann kann ich nochmal das hier runter machen. Und dann habe ich eigentlich hier relativ viel Platz. Genau. Also liege hier sehr entspannt.
Länge und Breite könnt ihr gerne auf unserer Website entnehmen. Da könnt ihr unter der Rubrik So fliegt ihr alle Airlines und alle Sitzkonfigurationen und auch den Maßen finden. Ich blende es euch aber gerne mal ein. Aber es ist auf jeden Fall an die 2 Meter. Ich schätze mir so 1,98 Meter und Breite so an die 55, 56 Standard Zentimeter. Ja, das war's. Weil ich geht so, also als ich jetzt hier 3-4 Stunden auf dem Sessel saß, oder mal aufzustehen und zu gucken, dann merkte ich schon mein Popo. Also es geht weicher, also es geht bequemer. Aber ich will mich nicht beschweren. So ist es schön okay. Dann gehen wir mal zurück in die Lounge-Position, um meinen Snack zu essen. Also Mozzarella ist es nicht, definitiv nicht. Also es ist irgendwas mit Curry, so eine Art Curry und Möhren. Gefüllte Teigtasche. Sieht aus wie ein Schweinestall bei mir. Ich weiß, ich habe alles voll gemüllt hier, aber es ist ja ein Tagflug und es gibt so viel zu machen, zu essen, zu trinken, zu schauen. Na ja, das ist halt so. Ah. Yes, please. Thank you. Ah, ja. Das ist jetzt also der Lamb Pie. Also das ist also ein mit Lammhack gefüllter warmer Kuchen. Dazu Gemüse, gegrilltes und eine Art Bratensoße, Salat gibt es dazu und Früchte. Das ist ja, und Garlic ist ganz gut, ja. Oh, im Salat gibt es also Oliven, Paprika. Aber interessant ist es doch eher, wie sieht es im Inneren des Kuchens aus, ne? Oh, der wird mal kräftig gefüllt. Sehr viel Fleisch ist da drin. Minzt und Mint ist das. Also das schmeckt wirklich ein bisschen nach Pfefferminz. Ach ja, jetzt gibt es das zweite Essen. Und ich habe mir empfehlen lassen, das sri lankische Lamm. Ich habe es noch nicht probiert. Dazu ein Knoblauchbrot. Das finde ich ja ganz schnucklig, wie sie das so machen. Allgemein muss ich so sagen, dass ich den Service sehr herzlich finde. Also sie sind echt bemüht um den Gast. Kommen, genau wie beim letzten Flug, möchten immer nachgießen, aber nicht aufdringlich. Als wir dann geschlafen hatten oder es zugemacht wurde respektive und die Fluggäste schlafen sollten, war der Service nicht so, dass sie ständig kamen. Dann hat man halt geklingelt, hat dann alles bekommen. Wobei ich nicht ganz zufrieden bin mit dem, wie sie die Getränke gekühlt haben. Das ist so ein Mittel, muss ich sagen. Ja, ist jetzt vielleicht jammern auf hohem Niveau, wenn man das so möchte, aber ich möchte einfach festhalten. Was mir nicht gefallen hat, war der Sitz. Also diese Armauflage hier ist ja wohl für ein A, oder? Also wie soll ich denn da sitzen? Also kein Mensch sitzt doch so. Der Sitz ist in die Jahre gekommen, sicherlich. 1-2-1 Konfiguration, jeder hat seinen Gangzugang. Mein Monitor ist kaputt, hier ist alles ziemlich abgeranzt. Das liegt nicht unbedingt an dem Alter des Flugzeugs, sondern es liegt auch nicht an dem, dass hier so viele Gäste waren, sondern ich vermute mal an der Materialauswahl. Und das hatte ich bisher in noch keiner einzigen Airline. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so einen abgeranzten Sitz hatte. Und vom Essen her muss ich sagen, auch ab Sri Lanka eher so, also ich hätte den 4 gegeben. Ich habe mich vorhin mit Stefan unterhalten, habe gefragt, was würdest du geben für das Essen? Und er war da deutlich besser. Ich war sogar schon bei einer 5 plus oder habe mich über eine 4 minus oder 5 plus unterhalten mit ihm. Ich probiere es jetzt mal. Es liegt mit Sicherheit an der Auswahl dessen, was man möchte. Mein Hühnchen war trocken vorhin, war nicht wirklich gut. Aber das hier, das muss ich sagen, ist deutlich besser, ja. Ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden.
ich hoffe, sie bekommen mal neue Flugzeuge. Einfach aus dem Grund, weil das A330-Produkt ist dann doch, ich weiß nicht, sagt mal, was denkt ihr, ist das jetzt zu abgehoben, wenn ich das jetzt so sage? Ich meine, ich habe das bei Patreon gepostet, im Detail, wie wo und überall hier der Dreck in dem Flugzeug ist. Weiß nicht. Ich komme mir ein bisschen vor wie Naomi Campbell, die den Platz putzt, aber das ist gar nicht so. Ja, das war's auch schon. Ich will nicht zu lange quatschen und gebe mal zurück an Stefan. So, gehen wir mal auf die Toilette. Zeige euch mal, wie die Toilette ist. So, dann nutze ich jetzt mal die Chance. Es gibt zwei Toiletten vorne für die Business Class. Gäste für 28 Leute, zwei Toiletten. Ist eigentlich okay, es gab schlimmere Situationen. Und ja, jetzt ist es gerade ein bisschen chaotisch, weil jetzt gerade jeder auf Toilette war. Es sind noch 3 Stunden bis nach London und es gab jetzt, wie gesagt, den letzten Service. Aber interessant, es gibt hier, ich habe mir gerade schon die Zähne geputzt, dann gibt es hier eine Mundspülung, antiseptische. Dann haben wir hier auch von eigener Handcreme, dann einmal ein Eau de Toilette und das ist hier ein Aftershave. Aber dafür gibt es hier aber keinen Rasierer zum Beispiel. Was auch fehlt, ist ein Wickeltisch. Da haben einige Zuschauer mal gefragt. Da ist keiner da. So. Ja, dann habe ich euch mittlerweile, glaube ich, jetzt fast alles gezeigt vom Flug. Wie gesagt, haben wir noch 3 Stunden Zeit, bis wir in London landen, genau. 3 Stunden. So, das ist jetzt ganz entspannt eigentlich. Das ist halt der Tagflug. Man kann eine Mischung aus Essen, Trinken, Schlafen, Filme schauen machen. Und ja, dann ist die Zeit schon mal rum. Also 10 Stunden geht schon schnell rum bei uns. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Ich mach's ganz kurz. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Eine neue Airline, eine neue Erfahrung, kann man auch so sagen. Also, Großen und Ganzen, die... ...mal leider nochmal machen. Gestern mit dem Draufdrücken hat nicht so funktioniert. Gut, ein Satz mit X, das war wohl nix, beschreibt es, denke ich, am besten. Das stimmt. Also, ich würde sagen, neue Airline, auch neue Erfahrung. Lass mal kurz hier stehen, weil dann müssen wir nämlich schon in den Check-in rein. Und zwar... Also es ist eine neue Airline gewesen, die wir mal probieren wollten. Wir wollten extra mal für euch in unserem Kanal Abwechslung bringen. Also haben wir aber eine andere Airline versucht zu buchen. Habe ich auch ganz gut mit Meilen und Punkten hingebekommen. Aber im Großen und Ganzen hat das nicht ganz geklappt mit der besten Hospitality, was so angepriesen wurde bei Sri Lankan. Aber muss ich sagen, im Großen und Ganzen war es okay. Sagen wir mal, eine gute 3 Minus muss ich für mich halt geben, weil das Service an sich war gut, aber ich sitze so lala. Dafür war es eine 1-2-1-Konfiguration, das ist besser als die 2-2-2, die ganz alte Konfiguration. Die Mitarbeiter waren Anfangs und Ende sehr, sehr gut. Zwischendurch musste man schon ein bisschen klingeln. Essenmäßig muss ich sagen, für meinen Teil war es gut. Dominik hatte wahrscheinlich gleich was anderes zu sagen, aber ich hatte aber wieder Glück gehabt ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen war es mal eine Erfahrung wert, aber ich muss sie jetzt nicht jedes Mal haben.
Genau. Also ich habe es ja schon gesagt zum Essen, das war jetzt nicht so prickelnd, auch mit den Getränken und dem Service. Also das alte Hartprodukt, ich fand es dreckig, richtig. Ja. Also keine weißen Hosen anziehen. Ja, keine weißen Hosen anziehen, aber ansonsten muss man nicht nochmal machen, kann man machen, wenn man sagt, okay, es ist günstig, ich komme jetzt von A nach B, ist eine schöne 1-2-1 und das Klingeln stört mich nicht, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Man muss halt beim Essen Abstriche machen. Das ja, soll es gewesen sein. Ja, ansonsten, ja, Lounge und so weiter fand ich ja recht cool. Wieder gut, ja. Ja, in Colombo. Also es war eine Erfahrung. Und ich finde, sowas muss man öfter machen. Habt ihr auch Erfahrungen mit Sri Lanka mal gemacht? Dann könnt ihr gerne in die Kommentare mal eure Erfahrungen schreiben. Habt ihr Ideen und so weiter? Dann auch gerne in die Kommentare. Daumen hoch, wenn das Video gut war für euch. Und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss. Tschüss.